Im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Friede sei mit Ihnen. Ich begrüße Sie zu MTA Journal. Heute unter anderem im Programm der erste Charity Walk and Run in diesem Jahr und ein Studium der ganz besonderen Art. Wir beginnen unsere Sendung jedoch wie gewohnt mit der Zusammenfassung der letzten Freitagsansprache seiner Heiligkeit, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, möge Allah sein Helfer sein, dem weltweiten Oberhaupt der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Saad ne usse pehchan liya aur baad mein kaha ki aaj ki ladai mein wo shakhs maujood tha jise maine sharab peene ki wajah se qaid kiya hua tha. Go usne chehre par niqab dali hui thi magar main uske hamle ke andaaz aur qad ko pehchanta hu. Main us shakhs ko talash karunga jisne use qaid se nikala hai aur use sakht saza dunga, yani jisne usko اس قید سے باہر نکالا, اس کی زنجیریں کھولیں, اس کو سخت سزا دوں گا. جب حضرت سعد نے یہ الفاظ کہے تو ان کی بیوی کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ آپ تو درخت پر اشا بنا کر بیٹھا ہوا ہے اور اس شخص کو تو نے قید کیا ہوا ہے جو دشمن کی فوج میں بے دریغ گھس جاتا ہے اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا. میں نے اس شخص کو قید سے چھڑایا تھا, تم جو چاہو کر لو, میں نے اسے کھلوایا تھا, اب جو تم نے کرنا ہے کر لو. بہرحال یہ تفصیل حضرت مسلم مؤود نے اپنی ایک لجنہ کی تقریر میں بیان فرمائی تھی اور یہ بیان فرما کے فرمایا تھا کہ غلط عورتوں نے اسلام میں بڑے بڑے کام کیے ہیں, بس آج بھی یہ فرمایا آپ نے کہ آج بھی احمدی عورتوں کو اس مثالوں کو سامنے رکھنا چاہیے. پھر عورتوں کی قربانی کا مزید واقعہ سنیں. زید کے اس حوالے سے ہی انصار کے قبیلہ بنو سلیم کی مشہور شاعرہ اور صحابیہ حضرت خنسا نے اس جنگ میں زید نے ساتھ حضرت خنسا نے اس جنگ میں اپنے چار بیٹے اللہ کی راہ میں قربان کیے. حضرت خنسا کے خامد اور بھائی ان کی جوانی میں فوت ہو گئے تھے. حضرت خنسا نے بڑی محنت سے اپنے بچوں کو پالا تھا. قادسیہ کی جنگ کے آخری دن صبح جنگ سے پہلے حضرت خنسا نے اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے میرے بیٹو, تم نے اپنی خوشی سے اسلام قبول کیا ہے اور اپنی مرضی سے ہجرت کی ہے, اس ذات کی قسم جس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں, میں نے تمہارے حسب و نصب میں کوئی آر نہیں آنے دی. یاد رکھو کہ آخرت کا گھر اس فانی دنیا سے بہتر ہے. بیٹو, ڈٹ جاؤ اور ثابت قدم رہو اور کندھے سے کندھا ملا کر لڑو. خدا کا تقوی اختیار کرو. جب تم دیکھو گے کہ گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے اور اس کا تنور بھڑک اٹھا ہے اور شاہ سواروں نے اپنے سینے تان لیے ہیں, تو تم اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اس میں کود جاؤ. حضرت خنسا کے بیٹوں نے ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھوڑوں کی باغیں اٹھائیں اور رضیہ شیر پڑھتے ہوئے میدان جنگ میں کود گئے اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. اس روز شام سے پہلے قادسیہ پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا. حضرت خنسا کو بتایا گیا کہ تمہارے چاروں بیٹے شہید ہو گئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے انہیں شہادت سے سرفراز کیا. میرے لیے کم فخر نہیں کہ وہ راہ حق میں قربان ہو گئے. مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں ضرور جمع رکھے گا. Die komplette Freitagsansprache samt deutscher Untertitelung finden Sie wie gewohnt auf unserem YouTube-Kanal muslimtv.de. Die Corona-Pandemie hat in diesem Jahr vielen Sportveranstaltungen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Einen ersten Vorstoß unter Einhaltung der Hygienevorschriften wagte nun die Jugendorganisation der Ahmadiyya Muslim Jamaat in Frankfurt. Diese Bilder kennen MTA-Journal-Zuschauer aus der Vergangenheit recht gut. Anmeldeszenen vom Charity Walk and Run. Und dennoch sind die Bilder vom gestrigen Sonntag fast schon ein Highlight. Es sind Szenen vom ersten Charity Walk and Run aus diesem Jahr. Nach einer langen Corona-Pause geht es endlich wieder los.
bin jetzt vor allem hier, weil es ja jetzt die ganzen letzten Monate keine Laufveranstaltungen mehr gegeben hat. Und das ist jetzt endlich mal eine, die wieder stattfindet. Von daher ist es ganz schön, dass man jetzt mal hier wieder auch so ein bisschen einen Wettkampfcharakter hat. Ich wollte mal so was Neues ausprobieren und ich dachte so, ach komm, Corona hat sich jetzt ein bisschen gelegt und man ist wieder so im Game. Dann dachte ich, perfekt, 10 Kilometer Lauf, ich habe richtig Lust mitzumachen. Und so richtig Lust mitzumachen hatten an diesem Tag viele Sportfans. So auch diese Dame. Sie hat mit ihrer Anreise vor dem Startschuss bereits einen Rekord aufgestellt. Ich bin heute aus Hamburg hierher gekommen, um an dem tollen Lauf teilzunehmen. Du bist extra aus Hamburg angereist, um hier dabei zu sein. Heute Morgen um 10 nach 6 bin ich in der Hansestadt eingestiegen und bin dann um 10 in Frankfurt angekommen. Und ich bin jetzt das 5. Mal da und komme total gerne immer zu eurer Veranstaltung. Ist wirklich schön. 500 Kilometer Anfahrt zum Charity Walk and Run in Frankfurt. Hier dabei zu sein, ist für sie eine Selbstverständlichkeit. Das ist ein Highlight, ne? Man kommt mal wieder raus, bewegt sich, trifft Leute und dieses ewige Zuhause-Sein wird einfach mal wieder aufgebrochen und man kommt wieder rauf. Also ist super, ich freue mich. Mit Freude ging es dann auch los. 3, 2, 1 und Startschuss. Der erste Benefizlauf in Corona-Zeiten. Auch wenn alles super läuft, so ganz konnte man Corona natürlich nicht vergessen. Denn das Orga-Team hatte mit einigen Herausforderungen zu tun. Im Prinzip sind es die Maßnahmen, die wir schon seit Corona folgen. Das ist halt, den Mindestabstand einhalten, dann die Läufer werden nicht zusammenlaufen, sondern die werden in Wellen laufen. Und das heißt, pro Welle können 10 bis 15 Läufer auf einmal mit einem Abstand laufen. Und die jungen Ahmadi-Muslime entschieden sich daher für das Motto Laufen mit Abstand. Glühende Hitze, 33 Grad Mittagssonne. Für jeden Sportler eine Herausforderung. 5 Kilometer für die einen, 10 für die anderen. Nach einer guten Stunde waren die meisten durch das Ziel. Es hat Spaß gemacht. Ich glaube, es sind auch alle gesund und munter wieder zurückgekommen. Ich kann allen nur raten, mitzumachen, teilzunehmen und einfach dieses Multikulturelle dahinter zu verstehen. Du bist, wer du bist, alle sind gleich und man tut was für die Gesellschaft und für die Gemeinschaft. Und das ist schön. Und wenn man dann auch sportlich aktiv sein kann, umso besser. Und die Besten wurden dementsprechend ausgezeichnet. Siegerpokal für diese Frauen. Und für die Dame aus Hamburg hat sich der lange Weg auch sportlich gelohnt. Und dieser Herr hat auch ganz fett abgesahnt. Erst lief er die 10 Kilometer und holte sich den Pokal. Dann lief er wieder los. 5 Kilometer mit einer Topzeit und damit der zweite Pokal für ihn. Dass er da ein Riesenfan der Charity Walks ist, erklärt sich fast von selbst. Ich finde die Idee einfach klasse, für einen guten Zweck zu laufen. Deswegen habe ich also mittlerweile, glaube ich, war es jetzt die 9. Teilnahme beim Charity Run von euch. Laufen mit Abstand, aber mit großem Herz. Denn auch dieses Jahr gehen alle Spenden an gemeinnützige Vereine. Seit Jahrtausenden beschäftigen sich Religionsgemeinden mit den verschiedensten theologischen Fragestellungen. Auch in der Ahmadiyya Muslim Jamaat gibt es einige Abteilungen, die die islamischen Lehren den eigenen Gemeindemitgliedern, aber auch Menschen, die bislang kaum Berührungspunkte mit dem Islam hatten, vermitteln. Die Jugendorganisation der Ahmadiyya Muslim Jamaat ist nun mit einem neuen Programm namens Tabligh Coaching an den Start gegangen. Vom Leiter des Programms, Herrn Mubariz Javed, möchten wir nun mehr darüber erfahren. Ich darf ihn hierzu herzlich bei uns im Studio begrüßen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, Herr Javed. Herr Javed, was steckt denn hinter dem Programm Tabligh Coaching und wie genau ist das Ganze aufgebaut? Also Tabligh Coaching richtet sich insbesondere an jüngere Khudam, die noch nicht so viel Erfahrung in der Tabligh-Arbeit haben. Und durch die Corona-Pandemie, wie wir auch beim Charity Walk and Run gesehen haben, müssen wir uns natürlich alle auch ein bisschen anpassen. Und dadurch ist dann natürlich die Idee entstanden, dass wir die Khudam vor Ort, also zu Hause, schulen können. Da haben wir jetzt das Konzept aufgebaut, dass wir eine Art Universität aufbauen. Die haben wir Tabligh Coaching genannt. Und da ist es genauso wie in der Uni auch. Es gibt eine Vorlesung, die wird über YouTube ausgestrahlt, live. Da kann man auch Fragen stellen und so weiter. Da werden die Themen angerissen von dem Redner. Und anschließend werden wir kleinere Grüppchen haben über Webex. Das sind dann unsere Tutorien. Da ist das Schöne, dass man dann auch mit praktischen Beispielen den Inhalt dann auch bearbeiten kann mit einem erfahrenen Murabbi. Also sehr studiennah aufgebaut. Welche Themen werden denn während des Studiums behandelt? Genau, also wir haben
drei Gruppen. Es gibt Tablier-Einsteiger, es gibt Urdu-Sprachler und es gibt eine Gruppe für etwas Fortgeschrittenere, die schon ein gewisses Grundwissen mitbringen. Aber die Themenbereiche sind schon relativ weit. Also wir versuchen auf jeden Fall, den Kern der Zeit zu treffen. Also das, was die Gesellschaft gerade, was in der Gesellschaft gerade so gefragt ist und so weiter, damit möchten wir auch dann die Khuddam vorbereiten für die Tablier-Arbeit im Field quasi. Sie haben es eben angesprochen, das Coaching richtet sich vor allem an eine etwas jüngere Zielgruppe. War denn der Bedarf vorhanden oder wie kam es dann dazu, dieses Tablier-Coaching anzubieten? Also der Bedarf ist grundsätzlich ja immer da, weil wir immer wieder neue Khuddam, die Khuddam-Lehm, die auch begrüßen können in die Jugendorganisation. Und wir sehen auch, dass viele daran interessiert sind, Wissen sich anzueignen. Und wir möchten mit dieser Plattform einfach diese Khuddam erreichen, dass wir denen auch jetzt in dieser Zeit einfach eine gezielte Schulung geben können, dass sie dann auch für die zukünftigen Aufgaben auch gewappnet sind. Das Tablier-Coaching ist jetzt angelaufen. Wie kommt das denn bei den Studierenden, bei den Schülern sozusagen an? Ja, also es ist aktuell was auch ganz Neues und was Frisches. So ein Format hatten wir in dieser Form bisher noch nicht. Und wir haben gestern die erste Vorlesung gehabt. Es gab viel Feedback. Wir haben auch eine gute Zuschauerzahl gehabt. Es kommen immer weiter Anmeldungen rein. Also das Konzept kommt gut an. Die Khuddam sind neugierig. Und mit der gestrigen Vorlesung hatten wir auch schon eigentlich sehr, sehr schönes Feedback auch bekommen. Und wer sind die Lehrer? Wer vermittelt sozusagen das Wissen? Also es sind in erster Linie erfahrene Imame der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Es können aber auch, wenn es jetzt um Themen, um wissenschaftliche Themen geht, können das dann auch natürlich andere Personen sein, die in diesem Themenbereich Expertise haben. Kommt einfach ganz darauf an, wer zu welchem Thema gerade passt. Aber überwiegend sind es die Imame der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Wie lange soll denn dieses Programm jetzt laufen? Also wir möchten, dass es eigentlich bis unendlich läuft, ja. Wir sind gerade natürlich am Anfang, ja, muss gucken, wie sich das entwickelt, aber Alhamdulillah, wir haben ein großes Themenkatalog, den wir schon jetzt abarbeiten können und ich denke, wir sind gerade am Anfang und werden dann noch einige Vorlesungen erleben dürfen, inshallah. Vielleicht konnten wir jetzt auch das Interesse des ein oder anderen Zuschauers gewinnen. Wie können denn die Leute an diesem Studium teilnehmen? Genau, also das Studium bedarf einer Anmeldung. Unter khuddam.de/tablier können Sie sich anmelden. Da können Sie sich auswählen, in welchem Kurs Sie sich einschreiben möchten. Sind Sie Urdu-Sprachler, sind Sie Beginner oder sind Sie Erfahrener? Und da können Sie sich einfach einschreiben und alle weiteren Infos erhalten Sie dann per E-Mail oder über andere Kommunikationswege. Herr Javed, vielen lieben Dank für Ihre Zeit und für das interessante Gespräch und viel Erfolg bei diesem Projekt. Jazakumullah. Liebe Zuschauer, damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Folgen Sie uns doch online auf Facebook und Twitter unter muslimtv.de oder abonnieren Sie unseren gleichnamigen YouTube-Kanal. Wenn Sie mehr Informationen über die Ahmadiyya Muslim Jamaat erhalten möchten, dann besuchen Sie uns online unter www.ahmadiyya.de. Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.